Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem Abend voller Harmonie, zum Festival der Liebe hier im Kuschelsender. Zu einem Abend voller Romantik, zu einem Abend, an dem man sich seiner Tränen nicht schämt. Und wir beginnen mit einer sensationell positiven Nachricht. Ein Verdienst unserer rot-grünen Regierung. Seit wir rot-grün haben, in der zweiten Wahlperiode, 30% weniger Scheidungen in Deutschland. Ist das nicht schön? Ist das nicht fantastisch? Ja. Und warum? Weil man es sich wirtschaftlich nicht mehr leisten kann. Die Aktien im Keller. Arbeit. Adios. Ja, da sagt man nein momentan. Der Hass bleibt, aber finanziell ist es ein bisschen eng. Viele Männer rechnen und sagen, oh Gott, eine Scheidung, das wäre ja teurer als das Flugzeugticket damals, als ich sie geholt habe. Ich sage mir auch, warum sich gleich scheiden lassen, wenn die Ehe am Ende ist, oder? Wieso verklagt man nicht einfach erstmal die Zeitung? Ja, wirklich. Viele Männer sind ruiniert durch eine Scheidung. Das muss man leider sagen. Und man hat eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Dann entweder man geht zum Sozialamt oder zu Witwe Scholz. Helmut Zellert und Ben! Ich habe mich entschieden, ich bleibe jetzt immer noch die ersten Sekunden hier am Schreibtisch stehen. Das ist super. Ja, warum moderierst du nicht mal die ganze Zeit im Stehen? Nein, das ist zu anstrengend und das wäre ja auch eine Doublette von der Action her zu der Phase, wo ich da vorne stehe. Ach so, ja. Aber es wirkt nochmal als Spannung, als Spannungselement. Wenn ich hier stehe, weil ich sage, gibt es was Besonderes? Nö, aber ich meine, man steht hier einfach so und sagt, hey, Schreibtisch und so weiter, noch alles da, toll. Ja, hier, das habe ich auch schon viel zu selten gezeigt in diesem Monat. Unser Liebling des Monats Bayer Leverkusen. Ja. Visionär! Visionär waren wir da, obwohl wir kommen gleich zum Thema Bayern München, aber da muss ich mich konzentrieren, weil das ist schon eine juristisch sehr wichtige Erklärung, die ich da abzugeben habe. Mein Gast heute Abend ist so schön, meine Damen und Herren, dass es wirklich kaum zu fassen ist. Danke schön. Hier! Was war eigentlich das für eine Meganummer? Da liegen immer noch diese Flitterdinger hier rum. Was ist das denn? Das, ich weiß, es ist immer noch Rudis Geburtstag. Das ist noch von Rudis Geburtstag? Ja. Das gibt's ja nicht. Ich weiß, die flattern hier immer noch runter. Ja, die sind da oben irgendwo. Die haben wahrscheinlich sich da irgendwo in irgendwelchen Ritzen verfangen, oder? Ja, von Rudis Geburtstag. War eine schöne Feier, muss ich sagen. Habe ich Ihnen gesagt, dass es heute hier romantisch wird? Habe ich Ihnen gesagt, dass es heute was fürs Herz ist? Rudis Geburtstag. Damals, als wir ihn gefeiert haben, ne? So, sensationell. Mein Gast ist 19 Jahre alt, geht noch aufs Gymnasium, macht demnächst Abitur in Hamburg und ist aber schon als Model unterwegs. Mailand, Rom, Paris, New York, Tokio, teilweise auch gleichzeitig. Heute Abend hier bei uns Luise Kasprig. Setz mal eine Onassis-Brille auf für diese, für die kommende Meldung, um ein Höchstmaß. Kann ich mal diese, wir haben eine juristisch sehr bedeutende Meldung zu verlesen, Licht haben? Liebe Kollegen vom Licht. Ja. Danke. Oh. Ich glaube, ich mache das zu. Finde ich, sehen noch geiler aus als Klaus Kleber. Hallo. Ich habe das in Frankreich gesehen, da werden die Nachrichten irgendwie geiler moderiert. Nackt? Ja. Chris, nein, das nicht, das wäre nicht geil, sondern ekelerregend. Ja. Aber so vom Ton her. Man fühlt sich irgendwie persönlich angesprochen.
Weißt du, ich finde, der Ton ist teilweise noch ein bisschen so laut. Ja, das liegt ja, aber... Und in der Formulierung, ja, und das war dann so. Und Udo von Kampen war für uns in New York. Aber so, man sagt, der Weltsicherheitsrat hat sich heute wieder getroffen. Man versucht, die Waffenkontrolleure jetzt länger dort zu lassen. Oder? So reden französische männliche Moderatoren. Nein, 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 die nicht, aber die Frauen, Christine Ockrent. Ich glaube, das liegt auch an der Sprache, das ist einfach... Nein, es ist ein anderer Zugang, es ist, man geht irgendwie intimer an die Kamera ran. Man meldet nicht so die Nachrichten, sondern man weiß, dass zu Hause ein müder Europäer sitzt, die Flasche schon halb leer, ja, irgendwie in Socken und Feinripp-Unterwäsche und eigentlich überfordert ist mit allem, was er gemeldet kriegt. Und das sagt ihm diese Frau wenigstens, le Président de la République. Es kommt irgendwie anders rüber, es ist bei uns nicht. Bei uns sind die Frauen auch so sachlich. Findest du nicht? Ja. Wer ist deine Lieblingsnachrichtenmoderatorin im deutschen Fernsehen? Natürlich Film? Astrid Frohloff von Sat.1. Astrid! Jetzt mal Spaß beiseite, ja? Jetzt wird's ernst. Die Friedenstaube muss hin. So. Laut Focus Online, das sich auf eine Meldung des Manager-Magazins bezieht, wurde der FC Bayern München angeblich mit 40 Millionen Mark geschmiert. Für die Harald Schmidt Show besteht weiterer Klärungsbedarf. Die Harald Schmidt Show hat deshalb Bayern München um vollständige Offenlegung des Vorgangs ersucht. Weitere Stellungnahmen der Harald Schmidt Show wird es zu diesem Thema vorläufig nicht geben. Nach uns vorliegenden Erkenntnissen gibt es auch keine Stellungnahmen der Pro7 Sat.1 GmbH, des Heinrich Bauer Verlags und von Heim Saban. Des Weiteren werden sich weder die RTL Group noch der Bertelsmann Verlag oder der Mitteldeutsche Rundfunk zu den Vorgängen äußern. Eine Stellungnahme lehnen außerdem ab NBC, CBS, ABC, CIA sowie die UNO und Dr. Hans Blix. Köln, den 19. Februar 2003. So, wir kommen zu einem wichtigen Element, mittlerweile zu unseren Blauhelm-News. Was gibt es Neues von der... Ich habe übrigens festgestellt, der Kanzler, unser Kanzler, Dr. Schröder, sagt nicht UN, sondern er sagt sehr häufig die VN. VN? Ja, die Vereinten Nationen. Sehr die gut. VN haben beschlossen. Was gibt es Neues im Krieg? Übrigens, Jacques Chirac hat sich sehr unbeliebt gemacht, der Präsident der Franzosen. Wieso? Ja, indem er ja die, wie sagt man da, die neuen Länder ein bisschen korrigiert hat. Beitrittsländer, ja. Die EU-Beitrittskandidaten. Ganz genau, ja. Ist auch so kompliziert geworden, oder? Früher hieß es einfach Ostblock. Die EU-Beitrittskandidaten. Ja, hat er korrigiert. Gibt's Neues? Also jetzt nicht vom Krieg, es gibt ja noch gar keinen Krieg. Ja, zum Glück gibt es keinen Krieg. Ja, dank uns Deutsche, wir haben angefangen, den Frieden da reinzubringen in diese ganze unschöne Sache. Ja. Trittin hat gesagt, USA, da geht es nur ums Öl. Ach so, ich dachte schon Büchsenpfand in der Wüste. Nein. Ja. Den USA geht es nur ums Öl? Ja. Das ist ja neu. Ist das so? Ist ja, das so? Aber ob das ein Bundesminister sagen darf, weiß ich nicht. Ach so, wer erklärt das, ob er das sagen darf? Ja, das werden wir ja morgen lesen. Ja. Dann hat Herr Paul gesagt, Frankreich hat ja bloß Angst, in den Krieg zu ziehen. Aha. Und Herr Bush hat gesagt, der Blair, der ist mutig. Tony Blair. Ja, Tony Blair. Tony Blair scheint immer stärker sein Volk gegen sich zu haben, was ich jetzt mitgekriegt habe. Ja, man liest das, ja. Ja. Und die USA will, wenn überhaupt eine zweite Resolution, dann eine ganz kurze und schnelle. Kurz und schnell? Ja. Ja, wie? Los jetzt, oder? Krieg, Ausrufezeichen. Krieg, oder? Verbiss mach dich. Es. Ja. Oder? Und tschüss. So kurz? So kurz, ja. 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 Und wir müssen natürlich auch auf ein paar Veranstaltungen hinweisen. Ja, das ist ganz wichtig. Das haben wir gestern begonnen. Eine schöne Tradition. Veranstaltungen, wo Sie sich für den Frieden engagieren können, wo Sie ein Zeichen setzen können. Ja. Und zwar ist es heute welche Veranstaltung? Das ist morgen um 17:30 Uhr Schweigen für Frieden und Gerechtigkeit auf dem Münsterplatz in Bonn.
Ja. Und ebenfalls morgen um 16.30 Uhr die Mahnwache gegen den Irakkrieg und die Barbarisierungen infolge der kapitalistischen Globalisierung in der Fußgängerzone in Koblenz. Veranstalter ist die Pax Christi Basisgruppe Koblenz. Das war schon alles? Ja. Nee, also wir haben noch eine Veranstaltung. Ja? Ja. Kultur? 20 Uhr, Kultur gegen den Krieg, Künstlerinnen. Ja, ganz treten, wichtig. Ja, ja, ja. Treten auf für den Frieden. Ja. Künstler sind Jutta Glaser und Gabriele Soika, Bernhard Bentgens, der afghanische Sänger Morit, der Saxophonist Olaf Schönborn, der Kontrabassist Michael Schneider, die Pianistin Marina Reichenbacher und Jane Zahn, Vietnamkriegsveteranen Stop the War Brigade und Patricio Padilla, südamerikanische Musik im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Donnerwetter, auch morgen? Ja, auch morgen. Ja. Jazz, Folk, alles für den Frieden. Es ist bestimmt sehr empfehlenswert. Ja, also das werden wir regelmäßig machen. Wie kommen wir eigentlich an diese Veranstaltungshinweise? Die gibt es im Internet, es gibt da eine zentrale Internetadresse, da sind sämtliche Friedensveranstaltungen, Aktivitäten aufgezählt. Toll. Ja. Und man kann natürlich hier nicht alle zeigen, aber wir können die zeigen, die nach unserer subjektiven Auswahl und auch in Absprache mit Dr. Hans Blix, die vielleicht künstlerisch lohnendsten sind. Ja. Jazz, Saxophon, ein afghanischer Künstler noch? Ein afghanischer, Morit. Morit. Ja. Sänger? Der afghanische Sänger Morit. Der afghanische Sänger Morit. Also morgen auf nach Heidelberg. Und das Schweigen ist wo in Münster? Das Schweigen ist, nein, auf dem Münsterplatz in Bonn. Auf dem Münsterplatz in Bonn. Ja. Ja, fantastisch. So, jetzt können wir die Helme wieder runternehmen, jetzt wird es ja lustig. Das war jetzt sozusagen unser Beitrag zum Frieden. Jetzt kommen wir zu einer fantastischen Aktion. Und zwar, wo habe ich das Geld? Hier, es gibt 50 Euro pro richtiger Antwort. Und zwar, wir haben Karneval-Kinderfotos von Susanna, Helmut, Herrn Antrag und mir. Wer ist wer als Kind? Wer hat was gemacht? Fragen zu unserer Kindheit im Karneval. 50 Euro pro richtiger Frage, das kann man wissen, das ist kein Fachwissen, da ist ein bisschen Gespür gefragt, ein bisschen Einfühlen in Kinderseelen. Eine Dame, ein Herr, wer möchte hier planen? Heute habe ich ein Dankschreiben bekommen von Sabine, meiner Tanzmasseuse, oder was war sie? Ja, bitte. Wie hieß sie denn? Ich weiß nicht, wie die heißt, kann ich mir nicht einem, aber... Sabine, ja, war sie Tanztherapeutin? Therapeutin, ja. Ja, war absolut happy, hat 4 Seiten Brief geschrieben, möchte nochmal 2 Karten haben, kriegt sie und ist super happy, seit sie hier ihre Handtasche gezeigt hat. Ach ja, stimmt. Leute sprechen sie dauernd drauf an und so und ihr Vater zeigt das Video, wenn Besuch kommt und so, fast ein bisschen wie bei Heidi Pipino, geborene Klum. Ja, genau. Das werde ich nachher Louise fragen. Louise. Ja, mit Anthony Giddes ist er wieder aus und Heidi Pipino. Dabei war er an Weihnachten bei den Eltern, habe ich gelesen. Der von, mit den Tattoos, ne? Ja, von Heidi Klum, von Red Hot Chili Peppers. War das eigentlich da in Bergisch Gladbach, wo die Eltern leben? Ja. Das heißt, der Sänger der Red Hot Chili Peppers kam nach Bergisch Gladbach? Ja, klar. Und danach war Feierabend? Ja. The City of Angels. So, wer möchte 50 Euro pro richtiger Antwort? Und Sie wissen ja, wir sind da nicht so hart mit dem Urteil. Wenn Sie menschlich sympathisch rüberkommen, kriegen Sie auch das Geld, wenn Sie das Alphabet nur in Bruchstücken parat haben. Ja. Ich nehme den jungen Herrn aus der ersten Reihe, so sah ich früher aus. Ja. Ja. Nein, Sie doch nicht, Sie! Ja. Hallo? Und Platz bitte. Wie heißen Sie? Philipp. Wo kommen Sie her? Ich studiere in Köln. Ah, was denn? Betriebswirtschaft. Sehr gut. Philipp mit PH? Mit PH. Ein Doppel-P? Nee, mit 3. Eins am Anfang und 2 am Ende. Ach so. Aber am Gag. Ja. Welches Semester? Erstes. Oh. Also jetzt Semesterferien. Freshman. Ja, und, genau. Wie war das erste Semester so? Auch ganz gut, erfolgreich. Ja? Ja. Wie sieht's da aus? Da soll man die geile Weiber kennenlernen gleich im ersten Semester. Ach ja, es geht. Die beiden Damen sind mit Ihnen hier? Ja. Ja, ist das Ihre Freundin? Leider nicht. Leider nicht. Und studieren Sie auch BWL? Bald. Bald. Und die Dame daneben? Auch nicht, sie machen beide Abitur. Aha, wo denn? Die eine in Münsterland ja? Und die andere in Dortmund. Aha, aber Sie haben die Karten besorgt?
Genau. Für hier? Ja. Toll. Gut. Vielleicht läuft ja hinterher was. Ich könnte Ihnen das hinziehen. Die eine ist meine Cousine. Von daher. Welche? Die rechte. Und die linke hat einen Freund. Die mit dem Schal ist Ihre Cousine? Wir haben beide einen Schal. Ja, aber mit dem weißen Schal? Mit dem weißen Schal. Ja, hat sie den Jopi Hesters runtergerissen beim letzten Konzert? Das ist könnte ihre sein. Das ist Ihre Cousine? Ja. Ah. Aber Sie sind nicht liiert oder was? Nein. Nein. Ja. Wieso? Wir können zärtliche heiraten. Zärtliche Cousine. Also kennt ihr das Gast zu Fliege? Bitte? Zärtliche Cousine, ja. Ist das ganz normal. Ja, natürlich. Und die andere Dame, und beide haben einen Freund oder nur die eine? Nee, die linke ja, die rechte nicht. Ja, wollen Sie denn was von der im dunklen Pulli? Nein. 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 Das ist so ein rein freundschaftlicher. Ja. Ja, ja. Na ja, gut, wunderbar. Ja, oder? Geht doch. Bitte? Auch, oder? Ja, das ist selbstverständlich, das ist ja viel wertvoller als dieses. Das andere kann man überall haben. So, sind Sie Kölner? Nein, ich komme aus dem Sauerland. Oh! Aber das ist ja Kurkölnisch. Wie bitte? Kurkölnisch ist das ja. Kurkölnisch, das Sauerland. Ja. Wo kommen Sie denn her im Sauerland? Aus Meschede. Ach, sehr schön. War ich schon? Ja. Meschede. Ja, so ungefähr. Ja. Sehr schön, da gab es so eine schöne Stadthalle, da habe ich ein paar Mal gespielt. Ja? Ja. Aber es ist nicht einfach zu erreichen, Meschede. Och, es geht. Wir haben ja jetzt eine neue Autobahn. Ja? Ja. Welche Abfahrt ist das? Ist das Meschede? Ja, Abfahrt Meschede. Ist das die Sauerlandlinie dann? Nein. Sondern? Ich weiß nicht, wie die heißt. A46. Die 46. Aber ist nicht die Sauerlandlinie. Ja, das ist die 44, glaube ich, die Sauerlandlinie, oder? Nee, auch nicht. Die 45, glaube ich. Die 45. Und sind Sie, wohnen Sie noch dort oder haben Sie hier ein Zimmer? Wohnen noch da und noch hier, also zwei Wohnsitze. Zwei Wohnsitze. Ein Auto haben Sie auch schon? Ja. Unsere BWLer, oder? Ja. So, feiern Sie Karneval? Ja. Ein bisschen. Feiert man in Meschede auch Karneval oder ist ja. Hier? Ja, schon. Aber wie heißt der Ruf da? Helau, Alaf? Helau, glaube ich. Also einen Umzug haben wir nicht. Das nicht, aber so im kleinen Vereins und so. Okay, genau. Erste Frage. Die drei Herren hier auf der Bühne, Herr Andrak, Herr Zerlett und ich, als was waren alle drei einmal verkleidet? A als Indianer, B als Cowboy oder C als Frosch? Also als Frosch stehe ich mir gut vor, aber ich nehme mal an Cowboy. Nee! Leider falsch. Ja, leider falsch. Leider falsch. Indianer wäre richtig gewesen. Indianer wäre richtig gewesen, das können wir auch mit Fotos belegen. Die Beweise, dass... Herr Andrak. Das bin ich. Süß, dieses Strumpfhöschen. Was? Ja, aber niedlich, wirklich. Ja. Ja. Ich bin immer in Strumpfhose als Kind rumgerannt. Als Kind trägt man schon. Ja, na klar. Ja. Natürlich. Ja. Damit man sich nicht erkältet. Ich auch. Das sah gut aus. Das sah gut aus, ja. Dann als Nächste? Dann Helmut. Helmut? Im Garten, klar. Ja. Gummiball. Bitte? Mit einem Gummiball. Ja. Ein Tomahawk. Ja, weißt du, wieso? Warum? Zu der Zeit lief immer Winnetou in den Kinos und ich durfte nicht rein, weil ich zu jung war. Das ging mir genauso. Ja, du auch. Heulend wurde ich weggeschickt von Winnetou. Ich stand mit meiner Oma da, schon die Karten gekauft, dann sagte der Abreiser, wie alt ist der Kleine? Dann sagte meine Oma so, oder so. Und ich kam nicht rein, war frei ab 12. Ach, der war nicht ab 6? Nee. Heulend weggeschickt. Ja. Ja, wirklich, heulend. Dann als ich ja 12 war, wollte ich nicht mehr. Dann, genau so war das. Was heißt denn, das ist noch gar nicht so lange her? Da war ich, glaube ich, 12. Echt? Ja. Na, vielleicht war ich auch 8, ich weiß nicht. Nein, also ich hätte 12 geschätzt, weil du bist ja schon sehr... groß. Na, wie soll ich sagen? Ja, nee, ja, so vormännlich. So. So dieses... Ja, das Stadion, auf dem ich mich bitte? Habe dann einfrieren lassen. Bitte? Was? Ja, das war bitte zum... ersten Mal, dass ich alles, glaube ich, gekauft bekommen habe.
Nicht selber genäht? Ach so, ich dachte, vorher musstest du es kaufen. Nee, aber, ja. Nein! Normalerweise würde zum Beispiel, was weiß ich, wenn in Nürtingen, also sagen wir mal, einer als. Man verkleidet sich als Sachen, die nichts kosten, ja? Zum Beispiel als Himmel. Ja? Da wurde einfach der Anorak umgedreht und es wurden drei Pappsterne draufgeklebt. Fertig war der Himmel. Ja? Und das hier war, das teuerste war das Gewehr, die originale Silberbüchse. Geil. Kinderfasching in der Stadthalle Nürtingen, man beachte hinten die Farfisa-Orgel. Sehr gut. Kennst du Helmut Farfisa-Orgel? Ja, klar, Farfisa, super. Ja, damals das ganz große Instrument. Ja, ja. Ja, ja. Hatte die Silberbüchse Achter- oder Zwölferring oder Knallplättchen? Ja, Zwölferringe. War ja noch mal teurer. Man hat sehr gezielt geschossen, irgendwie nur einen Schuss pro Tag, damit es über Karneval hält. Ja. So, ja, nächste Frage. Nächste Frage. Wen sehen wir gleich als König oder Königin? A. Mich, B. Susanna, C. Manuel. Ja, ich brauche erst das Bild. Nein. Ach so. Ach so. Bitte? Nicht erst das Bild. So, kein. Na, er wollte erst das Bild sehen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Manuel. Antwort C. Und die Lösung bitte? Ja. Das war selbst genäht, das Kostüm. Ja, aber mit Liebe. Ja, toll. Da war noch ein Saum genäht unten. Ja, ja, ja. Oder? Und der Umhang mit Rüschen und so. Ja. Und die Hüttenschuhe, die. Toll. Das sowas Ähnliches habe ich dir ja beim Wichtigen. Ja, genau, aber die passen natürlich, weil die Hüttenschuhe ja etwas von diesem mittelalterlichen Schuhwerk haben. Stimmt, ja, genau. Ja, ja, genau. Und hinten der Stuhl hinten sieht auch aus, als hätte da schon Heinrich, der weiß nicht wie viel, sein Urteil vernommen, oder? Mit nee, dieser hohen Lehne. Ja, aber nee, also der Schrank, der ist aus dem 17. Jahrhundert, aber der Stuhl war so, würde ich mal sagen, Anfang letzten Jahrhunderts. Ja, aber trotzdem, immerhin alt. Ja, klar. Und der Teppich? Man hatte halt nicht so viel, was? Der Teppich? Nee, der Teppich ist eigentlich eher so graue Auslegware, also so Vorläufer von Teppichböden. Ja. Also Teppichboden halt. Ne? Also. Sehr gut, Manuel, 50 Euro. Ja. So, schon kommt die nächste Frage. Wen sehen wir gleich als Harlekin? Helmut, Susanna oder mich? Da würde ich sagen, Susanna. Und hier kommt die Auflösung. Oh. War nahe dran. Ja. Das war übrigens die erste Orgel, auf der ich gespielt habe. Das war deine Orgel da hinten. Ja, nee, die war von meiner Schwester, die hatte Unterricht. Ja. Und ich habe dann so ein bisschen rumgeklimpert und nach 4 Wochen hat die aufgehört, weil ich schneller gelernt habe als sie. Bis heute ist sie sauer auf mich. Aber das ist toll, weil das ist genau diese Ästhetik, wie solche Fotos gemacht wurden. Ich habe auch 6 Milliarden Fotos, wo das Licht von links kommt. Ja. Stell dich mal dahin, klick. Genau. Ja. Und auch gute Schuhe. Das sind noch so Badeschlappen, oder? Zeig mal. Die Schuhe? Das sind so Adiletten, sowas. Ja. Aber das hing auch übrigens selbst genäht, ne, von meiner Mutter. Ja, damals haben die Mütter noch selbst genäht. Ja, ja. Ja, heute nicht mehr. Nein. Doch. Heute nähen Mütter Karnevalskostüme? Ja, aber natürlich, es ist doch Pflicht. Ja, für Kinder? Ja, ja. Teilweise gibt es Gemeinschaftsnähen in der Grundschule. Schon wieder ein Bereich des gemeinschaftlichen Lebens, der mir nicht bekannt ist, wirklich? Ein Grund für viele, viele Eltern, nicht noch mehr Kinder zu kriegen. Laternen basteln und Kostüme. Und das Kostüme nähen? Ich war auch mal als Clown verkleidet. Willst du das mal sehen? Ja, zeig das doch mal, das wusste ich gar nicht. Ja, guck mal, hier im Vorgarten stehe ich da. und der Hut, den hatte ich aber schon vorher. Das war da. Das war auch unser allererstes Sofa. Ah. Ja. Und naja, so halt so ein Laufstall. Ne? Also da konnte man drin laufen. Also das war, kennst du die, ne? Gibt es heute auch noch von Chico, glaube ich. Sind nicht ungefährlich. Wieso? Weil in so einem Laufstellchen gerne mal in Richtung Kellertreppe oder so gegangen wird, ohne dass man es merkt. Ja, aber da ist natürlich doch dann ein Holzgitter vor der Kellertreppe. Im Idealfall. Ja, diese... Bitte? Gitter.
da hatte ich dann mal den Kopf drin in so einem Gitter. Wirklich? Ja, und dann schwoll der Kopf immer mehr an. Und dann kamen die mit einer Säge an. Und ich habe natürlich gedacht, die wollen mir den Kopf absägen. Ich habe dann noch mehr geschrien und dann, das war so wirklich. Ja, wir lachen, aber das kann schnell schlimm enden. Ja. Ja, deswegen Vorsicht. Mhm. Ja, aber was man ja auch sagen muss, ist, man muss den Kindern eben auch seine Freiheit lassen, was ja viel eben auch damals gemacht wurde, dass die Kinder ja so an der Leine geführt wurden, ja. So im Park. Also ja. Da gab es so wirklich, naja, so wie bei Hunden halt, ja. Ein Geschirr und die, ja, wurden an der Leine geführt. Da gehen ja viele heute zum Therapeuten deswegen. Wirklich? Ja. Auch weil sie als Kind an der Leine geführt wurden? Ja, kenne ich Fälle, ja. Ach was? Ja. Ja, man schiebt es da drauf oder weiß man, dass es daher kommt? Nein, ja, was heißt, das ist doch, also ich meine, das ist doch nur wirklich ein Trauma, irgendwie als Kind nur an der Leine zu gehen. Das empfindet man doch als Kind, glaube ich, nicht so, oder? Man läuft doch dann und hat da irgendwie so eine Stütze. Wurden Sie auch noch an so eine Leine geführt? Nee, zum Glück. Wissen Sie, wie das aussah, diese Leine? Das war hier vorne wie so bei der Lederhose, ja, genau. Die Hosenträger, und da hinten war halt eine Leine dran. Ja. Gibt es natürlich immer noch als Gurt, dass man nicht aus dem Kinderwagen fällt. Ja. Aber mit einer Leine finde ich schon fies. Gibt es auch viel im Urlaub in südlichen Ländern, Engländer, da kommt das wieder. Ja. Ja. Engländer, die ihre Kinder, aber naja. Keine engländerfeindlichen Tendenzen. Nein. Wen sehen wir gleich als Spanier oder Spanierin? Manuel, Harald oder Susanna? Ja, ich tippe mal wieder Susanna. Sehr niedlich. Sind das Krokusse da hinten? Ich glaube ja. Und auch dieses Kostüm ist selbst genäht. Ja. Im nächsten Jahr habe ich mich dann aber durchgesetzt und habe was gekauft bekommen. Ja, man wollte eigentlich immer was Gekauftes, ja, oder? Das haben wir auch, das Foto, ne? Ich glaube das ja. Das ist ja das Gekaufte hier. Genau, da war ich ein Tanzmariechen. Das ist süß. Und wie man sieht, auf beiden Fotos habe ich die gleiche Tasche. Ich hatte damals schon ein Faible für Taschen, obwohl es 2 Jahre oder ja, eine auseinander ist, 1 oder 2. Und es war dieselbe Tasche? Ja. Hast du die Tasche noch? Ich glaube nicht, ne. Warst du da dunkler mit den Haaren als heute? Ein bisschen schon, ja. Aber du hast schon dieses neckische Lachen, das heute noch viele alleinstehende Männer zu Hause um. Muss man doch sagen, was Susanna für Post kriegt und für Mails, oder? Naja, ja, komm. Es sind nicht nur alleinstehende Männer. Ne? Auch verheiratet? Übrigens auch hier in der Firma. Ich muss manchmal, wenn ich dienstlich mal mit Susanna sprechen möchte, bis zu 3 Männern auf einmal vertreiben. Die haben ja plötzlich ganz viel zu tun. Ach, ja. Ja. Das sind aber doch, ich glaube, ich kenne die 3 Männer. Das sind doch Männer, die zu 6 nicht mehr fähig sind, oder? Also. Die du da vertreiben musst? Da äußere ich mich nicht zu. Doch. Ja, wieso? Das weiß ich doch durch einen Einblick in die Personalakte. Absolut. Dass die, bitte, was? Impotent, weißt du, alle 3. Soll ich sie runterholen? Haben wir noch ein Foto? Haben wir noch ein Foto? Also von Susanna jetzt nicht. Nee. Weißt du übrigens, was Susanna sagte, als sie mir die Fotos gab? Nein. So, nee, was hast du gesagt? So haben Gastarbeiterkinder ausgesehen. Ja, genau. Tja, damals. Boah. Aber heute heißt es nicht mehr Gastarbeiter, sondern Zuwandererkind. Ausländische Mitbürger. Ja, genau. Ja. Wen sehen wir gleich als Koch oder Köchin? Susanna, Harald oder Helmut? Ja, ich würde jetzt mal auf Harald tippen. Oh! Schau mal an, selbst genäht. Mit Brezel als Halter für die Hosenträger. Das ist wirklich schöne Details, ja. Ja. Und die Mütze war aber gekauft, oder? Ich glaube. Ja. Ja. Und das Bärtchen angemalt. Aber jetzt sag mal ehrlich, möchte man als Kind, als Bub, sag ich mal, in dem Alter, möchte man da Koch werden, Karneval? Ich glaube schon. Ja. Ja, ich glaube schon. Ich hatte lauter so abstruse Wünsche. Echt? Ja. Was war's denn noch? Zum Beispiel, dass die Kinder beim Geburtstag ganz schnell wieder gehen. Keine stundenlange Feiern, kurz reinkommen, hinsetzen, schnell den Kuchen essen und wieder weg.
Du hast nicht keine Spiele gemacht, sondern? Es hat mich angewidert. Aber als Koch, ich bitte dich, die Verkleidung Koch hat ja noch nicht mal die Möglichkeit, irgendwie eine Pistole oder... Ja, das war ich ja später. Das war diese Phase Koch. Ich meine, da war es mal, ich weiß auch nicht mehr, aber ich wollte irgendwie Koch sein. Wahrscheinlich, um diese Beinhaltung machen zu können auf dem Bild. Das ist ja schon Standbein, Spielbein. Und wer ist der Schatten rechts? Ich glaube, es sind meine Eltern, beide. Ah ja. Ja, du siehst einen längeren Schatten? Ich sehe eigentlich nur deinen Schatten und noch einen Schatten. Nein, du siehst da hinter mir einen längeren Schatten und einen kürzeren Schatten. Und meine Eltern, die mich fotografiert haben. Ach so, ja. Okay. Und das ist eure, das wurde gerade neu gebaut. Die andere Straßenseite war noch nicht fertig, ne? Nein, es wurde alles neu gebaut, denn der Rest war weg. Ach so. Also, geschichtlich, Sie verstehen, wovon ich rede. Nein, ich meine, das war komplettes Neubaugebiet. Weißt du, wie die Straße hieß? Willst du das jetzt verraten? Ich verrate das. Da haben wir nicht gewohnt. Ich kann auch sagen, ach, da hast du gar nicht gewohnt. Nein, da sind wir spazieren gegangen. Das war schon das bessere Viertel. Also, ich könnte auch die Familiengeschichte der Familie erzählen, bitte, die da hinten gelebt bitte, hat. Bitte, bitte. Nein, das gehört nicht ins Fernsehen. Dann wollen wir es denn doch hören. Kein Wort hier über... Nein, das ist, wäre... Ja, du weißt... Ach bitte. Okay. Also, ja, sag wie doch hieß mal, diese Straße? Ja, wie, Harald, wie hieß denn die Straße? Ja, Sudetenstraße. Weil da viele Aussiedlerkinder wie du aufwuchsen. Ich war kein Aussiedlerkind, ich war ein vertriebenen Kind. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Ein Kind von Vertriebenen. Ja. Aussiedler siedeln aus, weil sie glauben, man singt hier noch O Tannenbaum an Weihnachten. Aus Sibirien oder so und können kein Deutsch. Verstehe. Vertriebene siedeln aus, weil man ihnen sagt, da unten steht ihr Zug. Ja, hohoho. Ja, es war so. Ja, ja, muss man sagen. Man brauchte nicht mal eine Platzkarte, sondern man stand. Und wir wohnten aber nicht in der Sudetenstraße. Nein? Nein. Sondern in einer anderen Straße. In der Hermann-Löns-Straße. Wohntet ihr? In der Hermann-Löns-Straße. Ja, wer war Hermann Löns? Der war, glaube ich, Jagddichter. Hallo! Heidedichter! Aber immerhin. Aber ich will ja nicht indiskret sein, aber ich bekomme ja auch noch die 50 Euro von der Frage davor. Das ist richtig. Da haben Sie recht. Ich war ein sehr Student. Ja. Ich muss sagen, heute bin ich beruhigt, wenn ich dieses Foto sehe, dass der Bart doch sehr breit angelegt wurde. Oh, ja. Ja, bei dem, was du alles ruminterpretierst. Ich hab nichts ruminterpretiert. Doch. Nein. Doch, als wäre das schon wieder psychologisch etwas zu bedeuten, dass ich Koch werden wollte. Ja, also ich wundere mich nur. Ich wollte nie Koch werden. Ja, aber du als Prinz hast du auch keine Waffe oder als Harlekin. Harlekin ja, sind oder überhaupt Könige. Unerträglich im Karneval. Die sind moralisierend. Ich habe neulich wieder einen in Mainz gesehen. In der Sendung Da wackelt der Dom. Doch alle wisst ja einmal hier. Und immer die Tendenz, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber vorher... Dieses Moralisierende, wenn ich hier durch die Menge gehe, so manchen leichte Tanzen sehe. Wir wollen doch wirklich die alten Buffta-Tag-Gags haben, oder? Ja, klar. Ein Karlauer nach dem anderen, wo man sich wegschweißt. Nicht dieses moralisierende Geseiere. Entsetzlich, sie meistens so Ärzte in Mainz, die dann als Harlekin verkleiden. Unerträglich. Ich hab's abgeschaltet, aber erst als die Sendung aus war. So. Die nächste Frage dürfen Sie vorlesen. Ah! Hättest du mal aufgepasst, da war die Lösung angekreuzt. Ja. Wen sehen wir gleich als Homosexuellen im Wald von Sherwood Forest? Darf ich schnell tippen? Ja. Nein, ich sag's besser nicht. Ja, doch, tippen Sie mal. Nein. Tippen Sie mal. Das hat ja nichts. Oder haben Sie Vorurteile gegen Schwule? Nein. Nee. Ja, vielleicht. Ja, haben Sie echt keine oder haben Sie sich das so antrainiert? So? Nein, ich wusste es ja vorher nicht. Nein, ich habe wirklich keine. Ich meine, in Köln wäre schon. Ja, eben. Schon schwierig. Wieso? Es wäre einfach so. Na, ich. Aber jetzt zur Frage. Ja, Herr Jauch! Okay, 50 Euro wegen aufsässigen. Wen sehen wir gleich als Bruder Tuck, als Robin Hood? Harald, Helmut oder Manuel?
Ja, ich tippe jetzt einmal Helmut. Bitte? Sehr gut. Ja, da konnte man... Sehr, sehr gut. Da konnte man immer auch eine Waffe tragen. Das sieht aber toll aus, Helmut. Ist cool, ne? Auch meine Mutter gemacht. Ja. Ich glaube, das war mal und der Bart, der war schon, das waren schon richtig angeklebt, oder? Ja, ja, das war ja eine ziemliche Sauerei. Ja. Aber man hatte halt, guck, ich habe bitte? Bogen. Susanna fragt, ob das eine Tortenspritze ist. Spitze. Dieser Kragen, ist das eine Tortenspitze, die man so unter Torten schiebt? Es sieht so ein bisschen aus. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich laufe mit einer Serviette rum. Aber das war von meiner Mutter extra so angefertigt. Man kann ja diese Spitze so kaufen. Ja, aber das ist schön. Das muss man wirklich sagen, das war alles noch mit Liebe gemacht. Ja. Oder? Heute wird es auch eigentlich schnell zusammengehauen, damit die Kinder überhaupt beisammen sind, rausgehen. Furchtbar. Oder? Pokémon und... Ja, Pokémon und alles das. Und damals, da war man Robin Hood und Koch. Ihr wart Robin Hood und Koch. Und Prinz und Clown. Und Pilz. Du warst mal Pilz? Ich war mal Pilz, ja. Ach was. Ja, da hat sie so ein Hütchen auf mit roten... Wieso haben wir das Foto nicht hier? Ja, keine Ahnung, ist nicht dokumentiert. Du warst mal Pilz? Ja, ich war mal Pilz. Wie kommt man als Kind auf die Idee, Pilz zu werden? Ich meine, als Koch, okay, aber Pilz? Du warst doch schon in dem Alter, wo man sich das wünschen kann. Pilz war ich so mit 2, 3 Jahren. Ach, das wurde dir oktroyiert? Ja, ganz genau. Du wurdest dann als Pilz an der Hundeleine durch den Park geführt? Nein, nicht. Das war's. Das haben Sie sehr gut gemacht, Philipp. Ja. Ja, okay. Ich gebe Ihnen noch die restlichen 100 Euro für die beiden Damen. Dann können Sie hier noch in Köln krachen lassen. Oder? Ja? Einen schönen Abend, vielen Dank und viel Erfolg im Studio. Danke. Philipp, meine Damen und Herren. Dankeschön. Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren. Eine junge Hamburgerin. Sie ist das neue Gesicht von Yves Saint Laurent. Also ich meine, sie ist das Gesicht der neuen... Yves Saint Laurent Kampagne, denn dem Meister geht es nach wie vor glänzend. Sie läuft unter anderem für Ferré und Yamamoto. Sie ist zu Hause auf den Laufstegen in London, Mailand, New York, Paris und überhaupt. Heute Abend zum ersten Mal bei uns. Herzlich willkommen, Louise Kasprig. Also was ja schon mal ideal ist für uns, du bist nicht nur eine sehr gut aussehende junge Frau, sondern du bist auch realistisch und clever genug, um zu sagen, ich schmeiß nicht gleich die Schule über Bord, du gehst weiterhin aufs Gymnasium. Sicher. Ja. Nee, ich möchte ja danach auch irgendwas machen können. Ja? Ja. Wann machst du Abitur? Nächstes Jahr, hoffentlich. Das heißt, was hast du für Leistungskurse jetzt? Englisch und Kunst. Das ist ja aber doch noch, eigentlich lässt sich doch mit dem Modeljob ganz gut verbinden, oder? Englisch wird da überall gesprochen. Sicher, ich habe natürlich total viel Übung, weil ich die ganze Zeit spreche und ich habe allerdings ein bisschen Probleme mit meiner Englischlehrerin, die sagt immer zu mir, ich rede zu schnell. Wirklich? Ja, aber das sollte eigentlich irritieren, die Branche ist schnelllebig und so. Ja. Allein Lagerfeld zum Beispiel und so, das muss alles schnell gehen. Der redet Deutsch. Der redet Deutsch, hast du ihn schon mal getroffen? Nein. Ja, oder hast du vielleicht übersehen? Wen kennst du so von diesen großen Mode-Gurus? Naja, meistens, wenn man halt was macht, dann triffst du ja auch die ganzen Designer, Yoshi Yamamoto, Calvin Klein. Und Calvin Klein hast du schon getroffen? Ja. Läuft der, trägt er seine eigenen Klamotten oder zieht er nur hoch? Also richtig. die haben ja alle nur so Jeans immer und T-Shirts an, diese Designer. Ich hatte den Eindruck, er trägt seine eigenen Klamotten, ja. Ja, sprechen die auch mit einem? Ja, der ist sehr nett. Ja, doch. Wo hast du den getroffen? Ich habe den getroffen in Mailand einmal. Ja, da habe ich, weiß ich gar nicht, habe ich eine Show gemacht für ihn. Ja. Ja, und da war halt Backstage schon. Also nicht irgendwie, der hat ja auch so ein Haus auf Long Island und so, dass er einen dann einlädt und Nein. da Partys feiert und so. Das nicht, dann müsste er ja jedes Model einladen, dass er mal vorbeikommt. Ach so, das macht er nicht? Nein, ich denke nicht. Verstehe. Was willst du denn später mal machen nach der Model? Später möchte ich auf jeden Fall Zeichentrickfilme oder Comics, am liebsten Comics. Wirklich? Ja. Du hast halt frühester Jugendtalent dafür oder wie kommen wir auf so eine Idee? Doch, aber ja,
Ich habe immer gemalt und dann habe ich irgendwann Ariel geguckt und dann habe ich beschlossen, dass ich Zeichentrickfilme machen möchte. Ariel, die kleine Meerjungfrau? Ja, da war ich noch in der Grundschule. Dann habe ich die mal gemalt, immer mit sehr verschiedenen Haarfarben. Das waren dann nochmal verschiedene Leute für mich. Aber es war immer die gleiche, die hat immer die gleiche Frisur gehabt und irgendwann habe ich schon mir gedacht, das ist, was ich machen möchte. Warst du heute auch in der Schule? Ja. Welche Fächer waren heute? Kunst und Bio und... Oh, Bio. Was macht man in Bio ein Jahr vor dem Abitur? Ich habe leider auch Bio gehabt, ein Jahr vor dem Abitur. Wir haben gerade ein neues Thema angefangen. Wir machen jetzt, wie ist das? Verhaltensbiologie. Verhaltensbiologie? Ja. Mit Professor Lorenz? So dieses Ente auf dem Kopf und hinterher schwimmen? Ist es das? Ich weiß nicht, wir haben das heute angefangen. Wir haben heute Mehlwürmer beobachtet und Maden. Hast du eine Lieblingsstadt? Tokio. Wirklich? Eindeutig, ja. Was ist toll an Tokio? Abgesehen davon, dass ich total verrückt nach Japan bin. Das ist eine total schöne Stadt. Es ist riesig, es ist beeindruckend. Und es ist aber so, es sind halt diese Hochhäuser, aber es gibt überall noch so Gärten und so dazwischen. Auch wenn sie nur einen Meter Platz haben, da steht noch ein Baum drauf. Und die Leute sind von der Einstellung, ich weiß nicht, es ist halt ein Riesenunterschied zu Europa. Die sind, wenn sie Zeit haben, total relaxed. Die gehen vor allem, das kann jetzt halt total nerven, weil man manchmal in Eile ist, aber die gehen ganz langsam, weil sie Zeit haben. Wenn man den herdrängelt, die gucken nicht mal. Die wissen zwar, man drängelt, aber denen ist das total egal. Die gehen ganz ruhig und langsam. Und man kann auch selbst so ruhig und langsam gehen. Und das ist auch für Mädchen, zumindest für junge Mädchen und so. Das kannst du dann nachts, spät nachts allein durch die Gegend laufen. Und also ist es sicher? Total sicher. Ja. Und wie ist es zum Beispiel in der Disco in Tokio? Da ist es eigentlich wie in jeder anderen Disco auch. Also international macht es keinen Unterschied, ob ich in New York dann bin oder in Tokio, ja? Eigentlich nicht wirklich, nö. Also natürlich mehr Japaner da. Ja, das ist klar. Wie findest du eigentlich Japaner in so, europäischen Designerklamotten? Naja, die tragen alle europäische Designerklamotten viel mehr als wir. Also es ist normal für mich. Findest du nicht, dass es ein bisschen irritierend aussieht irgendwie? Also wenn man so japanische Frauen einkaufen sieht, zum Beispiel in New York habe ich es mal beobachtet. Sie kommen rein mit diesen Taschen, diesen knöchellangen Pelzmänteln und so weiter, 50 Taschen und kaufen Sachen, wo man sagt, das ist eigentlich doch eher für jemand, der 1,80 ist und sehr, sehr schlank. Japanische Frauen sind sehr, sehr schlank meistens. Aber, und überwiegend auch 1,80, okay. Aber es gibt extra, die Designer machen das schon so, dass die Sachen kleiner sind. Also, ja? Ja. Trägst du privat auch Designerklamotten? Eigentlich nein, ist mir eigentlich zu teuer. Kann man die dann manchmal mitnehmen nach so einer Modenschau? Ja, teilweise verschenken die das. Also, wirklich? Ja, also es gibt Sachen. Erstmal, du kommst dahin und die schenken dir erstmal ein T-Shirt zur Begrüßung oder zum Abschied. Ja. Und oft auch die Schuhe, die brauchen sie meistens gar nicht mehr danach, weil das, wer braucht 40 Paar Schuhe aus der letzten Saison? Also, Frau Markus zum Beispiel. Ja. Ja, viele Diktatorengattinnen zum Beispiel haben tausende von Schuhen. Während ein Mann diktatiert, möchte man noch zumindest schicke Schuhe tragen, oder? Ja. Du bist auch weird, aber nicht mit einem Diktator, oder was? Nein. Was macht dein Freund? Informatik. Du sagst es so verschüchtert oder so? Ja, schämst du dich dafür? Angst vor Computern. Bitte? Angst vor Computern. Du hast Angst vor Computern? Ja, wir treffen euch doch auch mal ohne Computer, oder? Oder nicht? Komm vor, komm vor. Ja? Ja. Wo ist dein nächster, wo ist deine nächste Modenschau? Mailand. In Mailand. Für wen? Das weißt du gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich komme da hin, dann wird mir gesagt, du hast Option dafür, dafür, dafür und dann gucke ich mal. Ja. Also, wir brauchen uns um dich keine Sorgen zu machen. Ich glaube, dass du eine schöne Karriere vor dir hast als Model. Vorsicht vor diesen Rockern, vor diesen Tätowierten. Ja. Und natürlich vor alten Friseuren. Das ist das Gefährlichste, was einem als Model. Was muss ich sonst damit auf den Weg gehen? Schön essen und so. Nicht? Schön essen. Ja. Bleib gesund. Ich drücke dir die Daumen fürs Abitur und ich würde mich freuen, wenn du auch wiederkommst, wenn du dann sozusagen auf 5 Titelseiten gleichzeitig bist. Überall auf der Welt. Oder warst du das schon? Nee. Ja. Alles Gute, meine Liebe. Ja, bis zum nächsten Mal. Luis Kasprig, meine Damen und Herren. Dankeschön.